Gerade mal 1,5 Stunden ist das Kälbchen alt und es macht schon seine ersten Schritte. Mira versucht unter der Anleitung von Bauer Karl Miesen, das Kleine zur Mutter zu leiten. Sie wollen testen, ob es mit dem Saugreflex auch klappt. So auf dem Bauernhof habe ich es noch nie gesehen. Ja. War das schön? Ja, passe heute zum ersten Tag und zum Kalb. So wie Mira haben 20 weitere Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung heute in den Joballtag geschnuppert. Büros und Industrieunternehmen haben mitgemacht. Hier bilden die Duo-Praktikanten und ihre Betreuer ein Duo, so wie auch auf dem Hof der Familie Miesen in Kettenes. Das Tagesprogramm ist recht stramm. Ja, wir haben ja schon mal die Abgabestelle und Krankenstelle mit Stroh eingestreut. Danach gehen wir die Tränken nach, diese Wassertränken. Die soll man so wöchentlich einmal säubern, gründlich säubern. Und das wollte ich der Mira mal zeigen, damit sie weiß, wie man es macht. Und dann kann ich auch sehen, macht es gründlich oder macht es weniger gründlich. Was kann sie dabei lernen? Und dann sehen wir mal weiter. Mira ist gut bei der Sache. Ständig fällt ihr eine Frage ein und überhaupt scheint der Tag gelungen. Alles nett. Ja, Kühe sind nett, der Bau ist nett, insgesamt alles nett. Also gefällt mir. Der Duo Day als Erfolgserlebnis für die Praktikanten, für die Betriebe eine wertvolle Erfahrung. In den Augen der Dienststelle für Personen mit Behinderung auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Unsere Erfahrung ist, dass wenn der erste Kontakt einmal hergestellt ist, dass die Behinderung gar nicht mehr zählt und dass die Betriebe auch gar nicht mehr denken, ja, das ist jetzt unser Mitarbeiter mit Behinderung. Es ist einfach der Mitarbeiter mit den Fähigkeiten, der seine Arbeit macht. Und dann zählt das alles nicht mehr. Mira sucht eine feste Arbeit. Vielleicht entwickelt sich aus dem Praktikum mehr. Es ist alles offen und muss man mal abwarten. Eins steht fest, beim Duo Day hat Mira ordentlich angepackt.